Besonders für mich war immer wichtig, die Skilager, die es gegeben hat. Das waren immer die Highlights des Jahres. Und Skifahren ist so eigentlich auch heute noch ein Highlight für mich. Wollt mir nicht alles erzählen, was dort gegangen ist. In der Kindheit sind wir mit der Familie natürlich immer Skifahren gegangen, hier auf Adelboden. Ich gehe jetzt heute mit der Familie mehr auf Zermatt Skifahren. Dort verbringen wir eigentlich im Winter jedes Wochenende hier oben. Da ist das sehr eine intensive Beziehung zu diesem Schneesport. Hier wird knallhart gekämpft, jede Hundertstel Sekunde. Und trotzdem ist die Stimmung absolut friedlich, bodenständig. Und das ist eigentlich das, was fasziniert an diesen Weltcuprennen. Vor allem die Schweizer Weltcuprennen sind natürlich für die BKW ein wunderbarer Rahmen, um ihre Werte ein bisschen zu transportieren. Die Skiemens, wenn die weiter bestehen wollen, dann müssen die sich um die Nachhaltigkeit kümmern. Und das geht insbesondere dort her, dass man eben schaut, dass man möglichst nachhaltig ist bei der Infrastruktur, Transportwege klein halten, dass man den Energieverbrauch möglichst effizient gestaltet. Aber auch wenn man daran denkt, wie eine Piste präpariert wird und so weiter, auch dort kann man einiges machen, wenn man das ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken angeht. Und das machen wir ja sonst auch überall. Das ist eines unserer Kundenfelder, wo wir genau das bearbeiten. Das hat man früher erkannt bei Swiss Ski und wir sind froh, dass wir hier mitwirken dürfen. Ich finde es inspirierend, der Wille zur Performance. Wenn man oben im Starthaus steht, runterzufahren, volle Konzentration auf das, Fokus, und das inspiriert auch im Beruf. Und was treibt der?